diese komischen Bums, sondern diese komischen, ach verdammt, die sind mir Münzenflöten gegangen. Diese komischen, oh, bleib hier, warum gehen die immer so weit weg? Super, jetzt krieg ich die nicht mehr. Ah, Mann! Und jetzt geht der mir schon wieder auf den Keks, dafür sage ich mir das Leben ein, also bitte. So, danke. Ah, ich hätte mich heute ein bisschen zu viel auf, kann das sein? Ich glaube schon. Egal, jetzt steige ich auf den Schild, das lese ich gleich mal. Das habe ich unten nicht gemacht, weil mich das ehrlich gesagt nicht interessiert hat, was auf dem Schild steht. Und der Baum blockiert die Sicht. Das ist wieder mal typisch Super Mario 64. Achtung, Achtung, versuche bloß nicht den Berg mit dem Dreiersprung zu erreichen. Außerdem ist das Wasser sehr kalt. Deine Fitness könnte bei einem Bad großen Schaden nehmen. Das habe ich inzwischen auch gemerkt. Danke für die Info. Nicht. Ah, ist doof, dass die Viecher nicht respawnen. Ganz ehrlich. Nein. Münze. 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 So, danke. Ist mir scheißegal, ob ich kälte Schaden nehme. Und du gehst mir nicht auf den Keks, Freundchen. So, darüber. Jetzt gehen wir zwar drei Münzen wieder verloren, aber scheiß drauf. Ich habe schon wieder viel zu wenig Münzen. Nein, du sollst ja hoch, Mario. Du sollst ja verdammt nochmal hoch. Hoppa. Hoppa. So, danke. Ich wollte eine Verkack... Ich will den Verkack... Ich drücke Z und A, du verkackte Scheißspiel. Manchmal ist Super Mario 64 aber nur Kacke. Manchmal. Wenn es nicht das macht, was man will. Weil man die Tasten zu schnell drückt oder zu langsam oder so. Und du schleppst es auch, danke. So. Und du rutschst mal bitte nicht immer zu, Mario. Das geht mir nämlich auf den Geist. Ganz gewaltig geht mir das auf den Geist. Auf den Keks, auf den Hoden, auf den wie auch immer. So, was steht eigentlich hier auf dem Schild? Na, komm, hier ist das Schild. Springe auf den funkelnden Panzer. Der Krötensurf eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Aha. Das weiß ich auch. So. Der ist bloß nicht wieder zu schnell werden. Aber ich glaube auch nicht zu langsam, weil er sonst wieder verschwindet oder so. Oder? Hm, keine Ahnung. Da war doch immer noch ein Vieh, ne? Ja, ist täuscht. Was ich auch noch töten kann. Und werde. Wegen Münzen und so. Ich glaube, das erwische ich gar nicht. Na gut, dann lassen wir es halt. Dann lassen wir es sicherheitshalber. Und sicherheitshalber mache ich erstmal ein Safe State. Nicht, dass mir der Panzer wieder flöten geht. Kröten gehen flöten. Hahaha. Wie lustig, nicht? How funny not. So. Ah, schön für dich. Ich will diesen verkackten Stern nicht haben. Den habe ich schon. Warum bist du jetzt da? Nein, da will ich nicht lang. Böller Rückenwind. Warum kann Mario eigentlich auf den Panzer Dingsen springen? Das ergibt keinen Sinn. So wie viel es in diesem Spiel keinen Sinn, keinen verkackten Sinn. Also wenn ich jetzt hier wieder fehle und die Münzen vor allem Dingen nicht einsammle. Ja, Münzen, Münzen, Münzen. Ja, ach geil. Ja, um jetzt kann man übrigens von dem Panzer abschrägen. So, 71 Münzen. Hoffentlich reicht das. Hoffentlich. Hoffentlich. So. Jetzt. Stirbst du mal. Schon mal. Du mal. Hier ist schon mal der Stern, den wir benötigen. Ah, komm, Goomba. Nein, 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 nein. Freundchen, du killst mich nicht. Wo du eh nur zwei Schaden machst. Ach, sag mal, registrierst du eigentlich, dass ich dich schlage? Hä? Freundchen, registrierst du das eigentlich? Na gut, nein, geht's nicht lang. Oh gut, da gibt's eh genug Münzen, also. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Gedanken zu machen, dass ich das nicht hinbekomme. Ich bräuchte nur mal eine bessere Sicht eigentlich, ne? Da ist die Bombe. Wozu braucht man jetzt noch die Bombe? Ganz ehrlich, wozu braucht man die jetzt noch? Wo man eh schon alle Sterne hat. Von der Welt jedenfalls. So, da geht's auch nicht lang. Geht's dazu vielleicht? Nee, das... Ah, was zur Hölle. Egal, ich komme nicht nach.
Anscheinend war er durch ein Doch, durch ein Gang. Doch und Doch und durch. Da, da, da. Da, da. Hallo, man kann dann Anschluss bereit. Bla, bla, bla. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht. Ich will die verkackte Kamera drehen. Mario, mach mal es halt so. Ja, eigentlich ist dann nicht breit genug für Menschen, ne? Eigentlich. Eigentlich. Ich. Münzen! Yeah, Münzen. Münzen sind gut. Münzen sind meine liebsten Freunde. Leben. Naja, es geht. Münzen sind mir jetzt lieber. Wo ich noch 19 Stück sammeln muss. Ach, vielleicht ist es ja Absicht, dass man da durchgehen kann. Naja. Was weiß ich schon, was Nintendo von mir will. So, und du stirbst auch mal bitte. Danke. Münzen. Münzen, ich bin münzsüchtig. 4 Sterne. So. Oh, Freundchen, erschrecken mich so. Doofes Vieh. So. Ach, nur gut, dann. Aber hier ist irgendwo ein Goomba. Hallo, Goomba. Und tot. Gut, bald haben wir auch den Stern da. Den 100-Münzen-Stern. Wie komme ich denn da jetzt hoch? So, schon mal nicht. Aber so bestimmt hier, ne? Aua. Ah ja, so komme ich hin. Gut. So, die Tarnkappe. Dann, komm, Leben einsacken. Gut. Münzen einsacken. Nein! Nein! Nicht dein Ernst. Gut. Ich dachte schon. Gut, bla 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 bla. Ich muss die Tarnkappe erneuern und zwar schnell. So. Ich sag schon, ich sag schon, der Sternspawn ist in der Ecke, in der Decke da oben. Das wäre so ein Fail gewesen. Na gut, die müssen sammle ich das noch ein. So, dann ist hier irgendwo doch der Stern, ne? Stern? Ach da. Opa. So. Und dann 9 Münzen. Plus minus 5 bis 6 Stück gibt's in der Welt. Gott. 80 Sterne. Hui. Da la da. Da la. Und noch ein paar Leben. Und die Welt geklärt. Gut. Und wir haben jetzt eh noch Zeit. Von daher werden wir jetzt auch schon die nächste Welt machen. Und zwar werden wir machen. Das war kurz 10. Das ist jetzt noch nicht kurz 11. Atlantis Aquaria. Das habe ich übrigens gleich unten reingesprungen. Bung. Ja, Kostelf. Atlantis Aquaria. Folge den blauen Pfeilen. Habe ich jetzt den Wasserstand auf sehr niedrig gesetzt. Gut, das heißt aber, wir brauchen. Nein, lass mich zufrieden. Ich glaube, ich muss hier lang irgendwie enttäuscht. Wir brauchen doch, glaube ich, da eigentlich. Wow, verdammt. Fail. Hohen Wasserstand, oder? Für die Mission. Ach, keine Ahnung. Ja, jedenfalls, das Level ist hier so aufgebaut. Es gibt diese Kristalle oder wie man es die nennen will, die senken oder erhöhen den Wasserpegel auf ihren Stand. Das heißt, dass mich jetzt zum Beispiel diese scheiß Flamme. Boah, Alter, die hat mich fast umgebracht. Na gut, nicht umgebracht, welche Wasser ist, aber. Na gut, theoretisch kann man hier schon sterben. Wenn man Wasserstand auf sehr niedrig, also auf gar nicht besser gesagt, setzt. Opa. Und dann. Dummerweise von ganz oben nach unten fällt, erleidet man natürlich Fallschaden. Und wenn man da nur noch 4 Leben übrig hat, dann kann man hier sterben. Davon abgesehen kann man auch sterben, wenn man von den Viechern gekillt wird oder so, aber wahrscheinlich, wenn man nicht so blöd ist wie ich und King in jedes Vieh reingrennt wie vorhin. So, die Kamera spielt mal wieder nicht mit, das ist gelinde gesagt scheiße. Na gut, dann. Opa, geh mal da hoch. Ich würde mal gerne die Kamera ordentlich drehen. Super Mario 64. Hm? So. Bums, bums. Clip. Ja, mein. Boah, das ist ja knapp. So, und hier ist der Stand drin. Ja, komm, Mario, spring. Nein, das war doch nicht fair. Ich hasse dich. I hate you very much. Freundchen, das machst du nicht nochmal.
Ein erster Kredit übrigens die ganze Zeit.